Also was wir sehr unterstützenswert finden, ist, dass es ein dezentrales Netzwerk ist. Das heißt, es gibt verschiedene Knotenpunkte und dass jeder Nutzer, Nutzerin umsonst Freifunk nutzen kann. Also völlig unabhängig vom Geldbeutel oder irgendwelchen 3G-Geschichten auf dem Handy, dass jeder halt zu jeder Zeit umsonst rein kann. Und dass es halt keine zentralen oder kommerziellen Strukturen hat. Die Grünen auf Landesebene haben letztes Jahr auf unserem Landesparteitag haben beschlossen, dass wir die Freifunkinitiative in NRW unterstützen wollen. Und ich glaube, die Landesgeschäftsstelle waren die ersten in Düsseldorf, die im Juni letzten Jahres Freifunk eingerichtet haben. Und seitdem folgen nach und nach überall in ganz NRW die Kreisverbände und Ortsverbände in Zusammenarbeit mit den Freifunkern vor Ort. Und wir haben die einfach angesprochen und gesagt, wir würden das gerne machen. Und sie unterstützen, haben uns getroffen, haben die Router besorgt und dann lief es eigentlich relativ schnell. Wir stellen die Knotenpunkte, wir haben einen Indoor-Router hier in unserer Geschäftsstelle. Wir sind ja direkt am Bahnhof, das heißt Leute, die hier rein können, können jederzeit ins Freifunknetzwerk. Wir haben aber auch einen Outdoor-Router, das heißt wir beschallen den ganzen Vorplatz vom Bahnhof. Das heißt jeder, der hier vorbeikommt, kann sich kostenfrei einloggen zu jeder Zeit und das ist das, was wir an Infrastruktur zur Verfügung stellen und das ist ja zeitlos. In Münster ist es erstmal die Herausforderung, alle Schulen mit Breitband auszustatten. Das soll bis in 2, 3 Jahren passiert sein. Und in einem zweiten Schritt kann man dann auch nochmal über öffentliches WLAN nachdenken. Aber erstmal ist es die Herausforderung, dass sowieso alle Schulen den Zugang zum Internet dort bekommen, in der nötigen Schnelle auch.